Wird die Tasche achtlos offen gelassen, ist das Portemonnaie zum Greifen nah. Für Taschendiebe gerade auf dem Wochenmarkt ein willkommenes Geschenk. Da reicht ein kurzer Griff und das Hab und Gut ist gestohlen. Allein im letzten Jahr wurden 1000 Taschendiebstähle bei der Polizei Münster gemeldet. Um die Münsteraner auf diese Gefahr hinzuweisen, informierte die Polizei jetzt über Tricks und Methoden der Diebe. Es ist tatsächlich so, dass die Taschendiebe die Enge suchen und daher sind solche Wochenmärkte natürlich prädestiniert. Warenhäuser werden gesucht, Rolltreppen, aber auch so Bereiche wie Umkleidekabinen und so weiter. Dort suchen die Täter diese Tatgelegenheiten. Sie arbeiten nicht einzeln, sondern auch häufig in Gruppen, sodass der Erste das Ablenkungsmanöver durchführt, der Zweite zieht dann die Geldbörse, der Dritte nimmt sie schon entgegen und der Vierte im Hintergrund sichert den gesamten Bereich ab. So sind Gruppen unterwegs, aber auch Einzeltäter, die diese Gelegenheiten nutzen. Und wie man sich genau davor schützt, das wissen auch die Münsteraner. Damit Smartphone, Geldbörse und Schlüssel auch wirklich in der Tasche bleiben. Die Tasche nicht im Einkaufswagen lassen, die Tasche nicht so locker in der Hand haben, wie ich es jetzt im Augenblick hatte. Die Tasche nicht lose in den Beutel tragen, da kann ja jeder reingreifen. Gegen Taschendiebstähle die Tasche gut vorm Bauch halten, festhalten. Nicht auf dem Rücken tragen und das Geld so verstauen, dass man nicht drankommt. Die Kernbotschaft des Präventionsteams also, nicht sorglos, sondern achtsam sein. Denn solch eine Szene ist leicht zu vermeiden.